Schon auf den ersten Blick ist klar, Ursula legt Wert auf ihr Erscheinungsbild. Modisch abgestimmt, klare Linien und sie scheint als Chefin ganz schön beliebt zu sein. Ich bin von meinem Team angemeldet worden, als Überraschung. Bin auch ein bisschen überrumpelt worden. Freue mich aber mega auf den Tag mit einem coolen Team, voller Überraschungen. Die Spannung steigt auch bei unserem Team. Das sind Beauty-Experten von Clarins, der Hairstylist Felix Fischer und die Modestylistin Luisa Rossi. Das Newsteil startet mit dem Hairstylist Felix Fischer. Ich habe heute bei der Ursula eigentlich auf den ersten Schein gar nicht viel verändert. Es war ein langes Haar, es hatte viel Mesh drin, es war sehr schwer. Aber es hat irgendwie etwas gebraucht, um ein bisschen zum Leben erweckt zu werden. Darum hat der Celebrity-Coiffeur auch gerade einen Tipp parat. Das ist der Tip of the Day. Hello. Ist die Seite nur so gerade abschneiden. Weil dann bleibt alles drunter voll. Vom Schnitt her habe ich die Länge eigentlich lassen. Ich habe viel mehr Stufen gemacht. Aber wo es sich wirklich geändert hat, ist bei der Franse. Ich habe den Ansatz ein bisschen dunkler gefärbt und noch eine Tönung auf die Spitze da. Vielleicht ein bisschen Background über Frisieren, wenn man es nachher noch braucht, zum Fotografieren oder zum Filmen. Die Ursula hat eine super schöne Naturlock. Normalerweise hätte ich die nicht ausgeführt. Da hätte ich eine Locke gemacht, hat ein bisschen Schund hier, hat es einfach ein bisschen natürlich geföhnt. Nur so Haare sehen auf dem Film nicht so toll aus. Und wir möchten ja, dass Ursula heute vor der Kamera super aussieht. Perfekt frisiert geht Ursula zu der Clarins Boutique und Skin Spa in Zürich. Ursula hat für heute zwei große Wünsche, ein Peeling und eine Augenpflege. Und diesen Wunsch konnte ich ihr schon mal in der Gesichtsbehandlung heute erfüllen. Als erstes habe ich unser Comfort Scrub Peeling verwendet. Das ist ein wunderschönes Ölpeeling, welches auch für die sensitive Haut gut ist. Für die Augen habe ich unseren Total Eye Hydrate verwendet. Das ist eine wunderschöne feuchtigkeitsspende Augenpflege, welche am Morgen sowie am Abend auch aufgetragen werden kann. Diese kann aber auch als Expressbehandlung für 10 Minuten einmal in der Woche auf die komplette Augenpartie aufgetragen werden. Danach hat man eine schöne gepflegte Augenpartie sowie einen wunderschönen Augenaufschlag. Und mit der frisch gepflegten Haut und Augen gibt es im Beauty Corner von Clarins Make-up-Tipps für die Bernerin. Die Ursula ist heute zu mir im Beauty Corner gekommen mit einem Thema, das viele Frauen betrifft. Und zwar mit dunklen Augenschatten. Sie hat von mir lernen, wie man das auf eine natürliche Art kaschieren kann. Und genau das konnte ich ihr heute so erklären. Ich habe gestartet mit einem Glow Primer, dass ihre Haut schön strahlt und mit einer leichten Foundation ein bisschen die Rötung weggenommen. Nachher habe ich mit dem Concealer die dunklen Augenschatten behoben. Die sitzen meistens hier unter dem Auge und innen dran im Auge drin. Das ist ganz wichtig, dass man nicht zu viel Produkt verwendet unter dem Auge, weil sich das ein bisschen absetzen kann. Und man immer eine Gegenfarbe nimmt zu den Schatten. Das heisst, wenn die Schatten violett oder blau sind, ist etwas mit einem rosa Unterton super geeignet. Nachdem ich die Haut mit dem Puder und einem Rouge komplettiert habe, sind wir dann zu den Augen weitergegangen, wo wir mit einfachen Schritten ein schönes Tages-Make-up kreieren konnten. Im Vergleich zum Morgen sieht man gut, dass die blauen Augen jetzt besser zur Geltung kommen.